So, und damit allen herzlich willkommen bei meinem Let's Play RimWorld. Weiter geht's. Ich hatte wieder mal eine kleinere Pause gemacht. Müssen wir uns erstmal wieder umgucken. Ach so, ja, hier war alles explodiert als letztes. Genau. So, meistens nehme ich ja immer ein paar Folgen am Stück auf. Wenn man da einmal angefangen hat zu spielen, zu bauen, kann man immer nicht mehr aufhören. Es ist echt ansteckend, dieses Spiel. Ich finde es richtig genial. Ich feiere das Spiel. Aber irgendwie kommen wir nicht zu Potte. Haben wir mal neue Leute gefangen oder ist irgendwas? Flüchten die? Sterben die weg? Werden die erschossen? Aufgefressen? Explodieren oder sonst was? Also irgendwas passiert immer in dem Spiel. Das ist... Ja. Stelle ich mich da einfach nur blöd an oder haben wir einfach solches Pech? Hühnerei. Unbefruchtet. Hätten die nicht befruchtet sein können? Dann hätte ich mir jetzt Hühner züchten können. Bestimmt auch cool. Milch und Wolle. Ach, Wolle geben die auch irgendwann. Okay. Auch cool. Mufalo-Wolle. Dreiundsiebzig gute Mahlzeiten. Und da drin sind es minus 2 Grad. Ist das schon ausreichend? Ja, das reicht. Ja, weil es draußen ziemlich warm ist. So ein warmes Regenwetter. So, abbauen, abbauen. Was los? Durchreise. Also nichts zum Handeln. Schade. Könnte ich nur irgendwie gefangen nehmen, einsperren, aber das ist mir zu doof. Nicht, dass ich da noch eine Fraktion gegen mich aufbringe. Lieber nicht. Wie viel haben wir hier noch? Oh ja, ordentlich zum Braten. Ah, 700 noch was Kartoffeln. Genial. Einfach nur genial. Das habe ich doch eigentlich. Ja, das wird jetzt hier Michis Zimmer. Dann hat eigentlich erstmal jeder sein eigenes Zimmer, bis auf die, die haben ja ein Labor. Und das würde ich gerne mal ändern. So, so gefällt mir das besser. Es ist hier nicht so eng, da müssen sie nicht jedes Mal übers Essen laufen. Wenig Medizin. Hatte ich da nicht gerade erst so einen ganzen Büschel an Heilpflanzen geerntet? Ist das schon wieder alles aufgebraucht? Schaut so aus. Naja, gegen die Typen, die sich da von mir pflegen lassen haben und dann abgehauen sind. Könnte ich mich immer noch ärgern. Charles geht wieder schön fleißig anpflanzen. Genau. So ist mir das recht. So, Kartoffler. Kannst du mal reinbringen, oder? Was machst du denn jetzt eigentlich? Ein Strauß zähmen. Achso. Der uns da weggelaufen ist.
Das ist aber nicht dein Ernst. Du rennst jetzt da runter wegen den 5 Eiern? Dann machen wir es lieber so. Dann transportierst du alle. Zack. Ja, die machen das immer so intelligent. Die holen nur die Sachen, die sie brauchen. Und den Rest lassen sie liegen. So, was machst du Schönes? Die holt die Kartoffeln. Es trägt, ah doch, 75 Kartoffeln. So, zack, zack. Jetzt kann sie ja wieder mal ein paar einfache Mahlzeiten braten. Ach nee, die macht jetzt aus Eiern und Dings gute Mahlzeiten. Na ja, gut, wegen mir. Vorratskapsel. Ganz schön viele. Marmorblöcke. Abholen. Sind zwar ein bisschen weiter weg, aber wenn wir mal Marmor brauchen. Noch haben wir ein bisschen Platz in unserer Lagerzone. Wobei wahrscheinlich auch nicht mehr die Welt. Weiß nicht, hält sich das Zeug eigentlich besser, wenn es drinnen ist? Eventuell, ja. Machen wir dann hier hinter das Labor einen Raum zur Herstellung und zum Lagern. Würde ich so vorschlagen. Hier der Gang runter. Ja, gucken wir mal. Wird uns schon was Schönes einfallen. Wir sind doch flexibel, kreativ. Wenn wir bis dahin alles überlebt haben. So, genau, geh mal ins Bett zu deiner Jackie. Die steht auf. Was hat sie denn? Schmerzen. Ah. Wieder von diesen Mechanoiden da. Kann sie dann nachher mal wieder jemand behandeln, wenn sie aufgestanden sind, die Leute? Bitte? War nicht Jackie der Arzt? Nee, Charles. Oh, Angel macht schon. Wenn ihr Alter noch schläft. So, genau, Jackie, forsch mal lieber ein bisschen. Gekocht hast du jetzt mehr als genug. Tausend noch was Kartoffeln. Wow. Und schon wieder eine Vorratskapsel. Was haben wir denn hier drin? Mais. Abholen bitte. Wo rennst du hin? Ach, immer noch den Strauß hinterher. 1,1%. Hey. Hier ist komprimierter Stahl. Nach Möglichkeit doch mal bitte ein bisschen abbauen davon. Jetzt holst du ja den Mais. Zack. Ah, 21. Was haben wir hier noch? Dreimal. Das bleibt liegen. Ach, die holt jetzt wirklich den Marmor. Mufalo ist schwanger.
Cool. Zweites Trimester. Das sagt mir was? Dass du irgendwann kälberst, oder? Irgendwann. Ich bin mal gespannt. Also geht schon mal, dass Tiere schwanger werden. Dann muss es doch auch mit den Menschen funktionieren. Irgendwie. So, geht mal ins Bettchen. Jackie, du auch. Geh zu deinem Alten. Ab. Die mag nicht. Die geht nicht ins Bett, wenn der da drin liegt. Irgendwie. Mufalo ist schwanger. Beide. Boah, war Mufalo 3 ganz schön fleißig. Mu. 1000 noch was Kartoffeln, also das finde ich ja genial. Angel, zähm den Strauß. Los. Tiere, Tiere, Tierpflege, Angel, genau. Wie hoch bist du denn eigentlich in Tiere? 9. Immer noch 1,1. Ich dachte, es wird irgendwie mal besser. Ich glaube, ich müsste dann auch langsam mal wieder irgendwas erschießen. Ich brauche ein bisschen Fleisch. Wo ist denn irgendwas Dummes, Sinnloses? Ist alles zu weit weg. Wildschwein, weiblich. Männlich. Ach komm, guck mal, ob du die zwei Wildschweine bekommst. Was liegt denn hier? Stahl. Den würde ich natürlich auch gern noch haben. Männlich, männlich. Will ich aber jetzt nicht anschießen, dass das die anderen nicht sehen? Was haben wir denn hier? Hier ist ein Eichhörnchen. Eichhörnchen sind, glaube ich, jetzt nicht irgendwie zu was gebrauchen, oder? Überfall. Und die greifen auch sofort an. Sniper, Sniper, Pistole. Okay, die brauche ich. Zack. Zack. Der schafft doch das nie. Oder? Na gut, die müssen auch einmal über die ganze Karte, aber der Charles auch. Schauen wir mal. Das wird eng. Angel haben sie schon getroffen.
Ja. Schießt du eigentlich auch noch mit drauf? Oh nein! Charles! Ach nein! Charles ist tot. Marken zerstört. Und da waren die drei Frauen wieder alleine. Ja. Retten. Michi, tu die mal retten. Komm. Guck mal, was sie jetzt machen da draußen. Vielleicht kommen sie jetzt näher. Was macht ihr? Die greifen eine Tür an. Okay. So. Ich hoffe, jetzt verliere ich nicht Jackie auch noch. Komm, hau ab. Der entführt die. Komm. Die müssen wir wiederholen. Kann doch jetzt hier nicht unsere... Nee. Was? Ein Osteologist namens kontaktiert euch, bla bla bla. Er wird gejagt, er fleht um Hilfe. Prinzipiell ja. Aber wie soll ich mit denen kämpfen? Ich hab ja nix. Ach, herrje. Nee. Sorry. Geht nicht. Geht absolut nicht. Komm jetzt, treff. So. Retten. Der andere, wo ist der? Hatte ich sich schon verpisst. Okay. Das war jetzt aber knapp. Wollte der unsere gute Jackie entführen? Der Sauhund, der Blöde. Und Charles hat's erwischt.
Michi ist kein Arzt. Ja, dann wirst du es jetzt. Ab jetzt bist du Arzt. Was hast denn du alles abbekommen? Rechtes Bein abgeschossen. Oh. Ich hab doch schon kein Glück, oder? Prellung. Jackie kann wieder laufen. Naja, gut. Den fangen wir auf jeden Fall noch hier. Da war unser Team doch mittlerweile so gut. Hat Jackie ihren Mann verloren. Okay, an der Stelle machen wir erstmal wieder Schluss und wir sehen uns dann zur nächsten Folge RimWorld wieder. Mal schauen, wie es in dem Chaos hier weitergeht. Irgendwie geht das immer weiter bergab hier. Wir waren schon mal mehr heute. Na gut, wenn es gefallen hat, lasst ein Däumchen da und bis zur nächsten Folge.